Faulheit wird am Bau gnadenlos bestraft. Alles runter und dann neu abdichten. Ich würde da nichts aufreißen, sondern alsbald einfach die Decke zu Ende bauen und abtrocknen. Das ist oberflächlich und geht vorbei, wenn das Holz von unten abtrocknen kann. Ich würde mir keine Sorgen machen. Sobald es wieder trocken ist, wird der Schimmel keine Bedingung haben zum Weiterwachsen und Absterben. Richtig wäre gewesen, wenn du zuerst eine komplette EPDM-Folie ausgelegt hättest. Die ist für solche Flachdächer ausgelegt. Ich würde die ganzen Bahnen rausreißen und vernünftig machen. Viel Erfolg! Und damit willkommen zu einem neuen Video bei Orges Garage. Ja, ich glaube, ich wurde im letzten Video ein bisschen missverstanden. Oder du hast es schlecht erklärt. Einige von euch haben anscheinend gedacht, dass das die letzte oder die einzige Lage ist, die ich da drauf mache. Da ist jetzt nur eine dünne V13-Schicht drauf. Also das ist einfach nur so eine Dachpappe, die drauf genagelt wird. Es kommen noch zwei weitere Schichten drauf. Einmal die S4, also G200 S4 und einmal nochmal eine S5. Die eine ist eine Zwischenbahn, die macht das Ganze dicht und danach als Oberlage kommt noch eine beschieferte Bahn drauf. Das heißt, ich habe dann am Ende drei Bahnen insgesamt. Was ich im letzten Video ja auch noch erwähnt habe, dass ich die Attika, also diesen Überstand, den ich auf dem Dach habe, nochmal mit einer Grundierung bzw. so einem Bitumen-Voranstrich behandeln möchte. Diese habe ich mir hier gekauft, die habe ich bei Amazon gefunden und da waren ganz gute Bewertungen und ich werde euch einmal den Link in die Videobeschreibung reinpacken. So, ich habe mir gerade einmal die Anleitung durchgelesen. Und hier steht Bearbeitungstemperatur 5 bis 25 Grad. Wir haben heute zum Glück 9 Grad, also passt das. Ich muss mir am Rand noch so eine Holzkeile besorgen, damit das Wasser, was von der Attika runterläuft, nicht quasi in der Ecke liegen bleibt, sondern aus der Ecke rausbefördert wird. Dieses Holz werden wir uns heute besorgen. Das gibt es bei Bauhaus zu kaufen. Die werden wir auch nochmal ranschrauben. Ich weiß nicht, ob ich das heute schaffe oder nicht, je nachdem, wie lange das jetzt hier mit der Grundierung dauert. Ich glaube, das sollte gehen. Es ist jetzt alles aber staubig bzw. sandig. Der ganze Sand muss auch vorher runter. Ja, ganz hundertprozentig trocken ist das nicht, aber es steht kein Wasser oder so. Ich denke mal, das sollte gehen. Es ist heute sehr windig, aber zumindest ist es trocken. Ich weiß nicht, ob man das schütteln sollte. Wir machen es einfach mal. Und dann gucken wir mal, was das hier für ein Zeug überhaupt ist. Sehr flüssig auf jeden Fall. Das ist ein Schmackofatz. Ja, jetzt muss ich natürlich aufpassen hier oben, dass das Ganze nicht da in die Fassade runterfließt. Deswegen werde ich das, glaube ich, nur bis hierhin so anstreichen. Und hier kommt später sowieso so ein Aluminiumprofil drauf. Von daher, ja, schauen wir mal einfach. Einfach loslegen. Das Ganze jetzt aus. Auf der Anleitung steht 45 Minuten trocknen lassen. Ich glaube, ich werde das ein bisschen länger trocknen lassen, weil ich habe jetzt auf dieser Seite angefangen und das hat insgesamt hier so ungefähr 2 Stunden gedauert. Und auf der Seite, ja, wenn man das anfasst, merkt man, dass es noch so ein bisschen klebrig ist. Deswegen werde ich das jetzt ein bisschen länger trocknen lassen und hoffe, dass es nicht anfängt zu regnen, weil das wäre der Super-GAU. Wenn das anfängt zu regnen, dann läuft die ganze Suppe die Fassade runter und das wäre nicht so gut. Ich habe das Zeug jetzt zweimal aufgetragen, das zieht relativ schnell ein. Also die erste Schicht ist schnell in die Klinke eingezogen, dann habe ich nochmal die zweite drüber geschmiert. So, ich fahre jetzt nochmal los und besorge diese Holzkeile an den Seiten. Die gibt es nämlich bei Bauhaus, da sind die relativ günstig. Dann zeige ich euch, was ich damit vorhabe.
Ich weiß nicht, ob ich die heute noch anbringen werde. Ich glaube, ich werde dann noch mal ein bisschen warten, bis es komplett eintrocknet und danach erst diese Holzkeile montieren. Aber sehen wir gleich. Tschüss. Immer stehend lagern, damit die auch rund bleiben. Ansonsten werden die hier oval und danach lassen die sich schwieriger verlegen. Seit den letzten Aufnahmen ist schon ein Monat vergangen. Die Balken und die Dachpappe liegen seit einem Monat ungefähr hier schon bei mir in der Garage. Ich habe die ganze Zeit auf gutes Wetter gehofft, dass das aufhört zu regnen, dass das Dach mal ein bisschen trockener wird. Aber das ist nicht passiert. Und ja, jetzt muss ich da trotzdem ran. Ich habe mir allerdings heute nochmal Unterstützung rangeholt. Und zwar kommt gleich noch ein Dachdecker vorbei. Der wird mich bei der ganzen Aktion unterstützen, beziehungsweise wahrscheinlich werde ich ihn bei der Aktion unterstützen. Der Plan für heute ist, das einmal diese Kanthölzer an den Seiten zu montieren, die zweite Lage zu machen, die habe ich schon nämlich gekauft, das habt ihr ja schon gesehen, und die dritte Lage, die bringt er mit, die ist dann beschiefert und dann machen wir beide Lagen heute an einem Tag fertig. Um 8 Uhr bin ich mit dem Dachdecker hier verabredet, es ist jetzt gerade kurz vor 8, also müsst ihr jeden Moment auftauchen. Und dann zeigen wir euch, oder zeigt er euch, wie man so ein Dach richtig verschweißt, dicht kriegt, wie auch immer. Ja. So, wir haben jetzt erstmal den ganzen Kram, der hier auf dem Dach, ich hatte ja hier eine Folie drauf, dann hatte ich hier die ganze Folie mit Stein abgedeckt. Das haben wir gerade zu zweit einmal alles runtergeschmissen. An den Seiten, diese Betonbahn, die ich als Abdeckung benutzt habe, haben wir auch runtergeschmissen. Und dieser Voranstrich, den ich hier drauf gemacht habe, der ist halt nicht so geil. Ne? Eigentlich muss das komplett schwarz werden. Ja, das sieht halt nicht ganz so gut aus, deswegen wird er jetzt nochmal seinen eigenen Betonvoranstrich hier nochmal drauf machen. Dann werden wir das ganze Wasser hier einmal mit einer Gummilippe runter befördern. Und danach können wir ja schweißen. Moin, ich bin Fabian, Dachdecker. Ja, kleben wir heute hier die Garage ab, dann haben wir das regendicht ist. Ja, perfekt. Achso, das kann ich auch nochmal erzählen mit dem Blech hier. Hier kommt ja normalerweise noch so ein Blech rein. Draufblech. Und das haben wir heute leider noch nicht da. Deswegen werden wir die erste Bahn nur bis hierhin ungefähr so ranschweißen. Und dann am Montag nochmal aufklappen. Dann dieses Draufblech da immer festnageln und danach die Dachpappe drüber schweißen. Die Hölzer, die wir jetzt an den Seiten ranschrauben, die willst du nicht mit Beton bearbeiten? Nein, ne? Die werden ja nicht verklebt. Die bleiben ja Bleche und das ist ja dann nur bis dran geklebt. Ja. Weiter bleibt auch, damit sich hier der Stein und das Holz separat voneinander bewegen kann, die Bahn nicht in der Ecke reißt. Okay, das heißt, wir werden jetzt erstmal das Ding nochmal anstreichen und danach kommen erst die Hölzer drauf, ne? Genau. Ja, das sieht doch schon vernünftig aus, ne? Ja, Im Vergleich zu meinem. Riecht aber auch ganz anders, das ist mit Lösungsmittel, ne? Ja. Meins war ohne. Das ist halt Baumarkt-Scheiß gewesen. Ich hatte den auch mal einmal aus dem Baumarkt, weil ich notgedrungen was kaufen musste. Habe ich aber sofort wieder, wenn ich doch nochmal richtig losgefahren habe, richtig geholt. Das ist einfach der Vergleich wie so ein Gartenhäuschen zu Hause, ja vielleicht okay. Aber für eine Garage nicht so optimal. Für eine Garage, alles wo ein bisschen wichtiger ist, da würde ich schon lieber zum Fachhandel fahren, mir das da besorgen. Ja. So sieht es hier jetzt aus. Die Kanthölzer sind jetzt alle montiert. Bitumen ist schon drauf gestrichen und getrocknet. Er hat hier gerade noch mal durchgefegt. Und ja, jetzt können wir mit dem Verschweißen beginnen. Ich habe allerdings zwei Schweißbahnen zu wenig gekauft. Und deswegen muss ich gleich noch mal los und zwei Schweißbahnen dazu kaufen. Und kann in der Zeit hier leider nicht filmen. Ist halt so. Aber ich denke mal, wir werden trotzdem gleich noch die Gelegenheit haben, das nochmal alles auf Kamera aufzunehmen. Guck mal, die Fläche wird als erstes geklebt, ja. Bis an den Keil ran. Ja. Und wenn die Fläche komplett fertig ist, wird von der Attika auf die Fläche runtergeklebt.
Weil man muss ja die Attika thermisch, also beweglich von der Fläche trennen, ja, wenn das gegeneinander arbeitet und reißen würde. Von daher wird immer erst die Fläche geklebt und dann der Anschluss separat nochmal im Nachhinein. Okay, und hier komplett bis zum Holz ran, also genau, bis zur Attika ran? Immer bis unten in den Knick rein. Ja. Und die Anschlussbahn führt dann wieder 10 cm auf die Fläche. Und die Anschlussstücke, wie weit müssen die hier überlappen? Also hier 2 cm meintest du, glaube ich, muss genau, das die überstehen? Die Anschlussstücke müssen mindestens 1 cm am besten überstehen, ja, damit das Wasser halt nicht durch Kapillarwirkung zurückziehen kann unter die Bahn, sondern eher nach vorne abtropft. Mhm. Wenn nachher das Abschlussblech oben drüber kommt, wird diese Schweißbahnkante leicht nach unten gedrückt und das Wasser, was da unterwandern könnte, ja, durch ein Loch in der, im Blech oder sonstiges, wird nach vorne abgetragen und nicht in die Fläche hinein. Okay, verstehe. Und wie lang muss das dann hier nochmal überlappen? Also die Anschlussbahn überdeckt von dem Punkt aus 10 cm mindestens, okay, auf die Fläche. 10 cm. Gut. Das sollte kein Problem darstellen. Das ist ja kein Problem da. Da es eine zweilagige Abdichtung ist, sieht man diese Versprünge nachher auch nicht mehr im Mauerwerk. Also in der Abdichtung, sobald die drüber ist, erkennt man sie nicht mehr. Okay. Nachher ist das Abschlussprofil, was hier komplett drüber geht. Und das alles auch noch die Schweißbahn mechanisch fixiert. Ja. Und dadurch ist alles sicher. Weil wir ja nur die erste Bahn ja nur von Vorderkante bis Mitte der Bahn ungefähr geht, ja, damit wir einen Nahtversatz reinkriegen und nicht Stoß auf Stoß, also keine Hochpunkte im Dach, wo Wasser hinter sich sammeln könnte. Was allgemein auch nicht schlimm ist, wenn ein bisschen Wasser auf dem Flachdach steht, weil es ist ja dafür da, um regensicher zu sein. Also ein bisschen Wasser wird immer stehen hinter solchen Nähten. Ja. Es wird jetzt kein Riesensee sein, es werden so kleine Pfützenbildungen sein. Das ist aber alles nichts Schlimmes. Okay, dann fahre ich mal los. Ich weiß noch nicht, ob ich die Garage dieses Jahr fertig bekomme oder nicht. Bisschen Geldmangel, sagen wir mal so. Ich hätte die gerne dieses Jahr komplett fertiggestellt. Aber mein Ziel ist das erstmal in diesem Jahr die Garage dicht zu bekommen. Also ich will das Tor einbauen, ich will hinten nochmal die Tür einbauen und wahrscheinlich die Elektrik nochmal machen. Und dann das Ganze, den ganzen Innenausbau, sag ich mal, das hübsch machen und so weiter. Verputzen oder den Bodenbelag, das machen wir dann nächstes Jahr. Vielleicht auch dieses Jahr, je nachdem, wie YouTube läuft, wie viel Kohle reinkommt und ob ich mir das leisten kann oder nicht. Oha, du bist aber schnell. Das geht ja noch. Ein Brot, die andere Gasse. Hab ich mitgebracht. Was? Hab ich mitgebracht, sag ich. Ja, die reicht nachher noch ein bisschen, um Anschlüsse zu kleben. Ja. Aber für die Fläche ist das jetzt, ist der Druck nicht mehr genug da. Und dann, wenn der Wind kommt, ja, okay, dann raus aus der Bar. Der Versatz hier ist auch wichtig, glaube ich, ne? Dass die nicht alle auf einer Linie sind. Mindestens 50 cm Unterschied. 50 cm, okay. Immer halbe Bahnbreite, sagt man. Die Bahn hat 1 Meter, ja, 50. Es gibt auch 1,10 Meter Bahn, das ist auch 55. Ja, und dann nochmal hier zusätzlich vernagelt, damit die halt, ja, nicht wegfliegen können. Vernagelt und verschweißt. Sagst du? Also es steht G200 S4, ja, drauf, aber halt kalt. Weiß ich nicht, die ist halt besandet. Also ich glaube schon, dass die von Quantum einiges besser ist. Die nehmen sich da alle nix. Ja, die könnte reißen beim Kleben, wie man es jetzt schon sieht, so ein bisschen. Mhm. Aber für unsere Zwecke reicht es. Okay. Die Oberlage, das ist das Wichtigste, habe ich gelernt. Die ist auch ein bisschen dunkler, ne? Ja. Aber das sieht man am Ende sowieso nicht. Die sieht man nicht, deswegen.
Was sagst du von der Verarbeitung? Besser oder schlechter als die andere Forest? Ein bisschen mehr Hitze, aber sonst tun die Bahnen sich da eigentlich nichts. So, jetzt kommt der kleine Brenner zum Einsatz. Hier fangen wir an, oder was? Hier fangen wir an. Genau, immer von drauf, immer von dem tiefsten Punkt aus in den Fährst, also in den höchsten Punkt hochkleben. Dann hat man auch keine gegenläufigen Wassernähte. Was jetzt auch nicht so schlimm wäre, weil das Dach ja eigentlich dicht sein sollte. Mhm. Aber so läuft es halt nicht gegen die Nase, sondern läuft immer über die Nähte rüber und kann auch sauber ablaufen. Erstmal hier die Attica, die Gasflasche schon wieder fast leer. Ich fahre jetzt noch mal kurz los und besorge noch mal eine neue Gasflasche und dann sollte das hoffentlich auch reichen. Die packen wir jetzt mal ein. Jo, danke schön. Guten Appetit. Danke. Als ich mit der neuen Gasflasche und Proviant zurückkam, hat Fabian die Attica schon fast fertig verschweißt. Aufgefallen ist, das was rausquillt, das fässt du gar nicht erst an, ne? Nein, das berühre ich auf gar keinen Fall. Es ist auch tierisch heiß. Ja, weil ich hätte wahrscheinlich da auch probiert, das irgendwie nochmal zu verteilen. Nein, oder sowas gar, oder Platz zu drücken oder was auch immer. Dann immer bei sowas zur Hilfe, wenn man jetzt sieht, dass man eine Öffnung hier ist, irgendwie, dass da eine Öffnung ist, dass das nicht ganz geschlossen hat. Ja. Nimmt man sich eine Kelle, eine Zungenkelle eignet sich dafür perfekt, macht die Kelle warm, macht die Bahn warm und verstreicht es mit einer Kelle. Mhm. Aber niemals mit den Fingern, das ist heiß. Das okay. Ist kein Spaß. Der schwarze Streifen, ist das jetzt nur rein für die Optik, damit du genau arbeiten kannst? Oder nein, das ist ein Nahtstreifen, da ist extra keine Besplittung. Weil, also wenn man so wie auf den T-Stößen, also auf den Kopfstößen zu kleben, braucht man mehr Hitze, um die Versplittung wegzubrennen. Ja. Deswegen gibt es hier keine, das sind die 8 cm Mindestüberdeckung, die man einhalten muss bei einer Längsnaht. Okay. Deswegen ist da die Bestellung weg, damit man da nicht allzu viel Hitze braucht, um die Bahn nicht allzu doll zu verbrennen. Bahn für heute. Ja. Wird auch langsam dunkel, ich glaube bald kann man sowieso nichts mehr machen. Gasflasche ist leer, mein Akku ist hier leer. Aber für heute reicht es auch. Mein Akku ist auch leer. Dein Akku ist auch leer. Aber da gibt es schon hier ein bisschen was zum Nachtanken. Dann geht es am Montag weiter, ne?
am Montag geht es weiter, dann machen wir dann die Anschlüsse und die Traufe fertig. Okay. Und dann passt das. Sehr gut, dann machen wir jetzt gleich Feierabend. Zwei Tage später. So, was haben wir jetzt hier für ein Blech? Was hast du gesagt von den Maßen her? Das ist ein Zink, 07er Blech. Hat eine 2er Umkantung, 15 cm hoch, damit wir ein bisschen in die Rinne reinkommen. Hier oben auch nochmal 15 cm drauf, damit wäre auch genug. Und auf der Fläche wird gleich nochmal festgenommen. Genau, hier wird sie nochmal vernagelt. Dann kommt die erste Bahn raufgeklickt und die zweite Bahn wird bis Vorderkante bis in die Rinne reingeklickt. Mhm. Aber bei der Produktion von den Blechen ist ein kleiner Ölfilm drauf. Okay. Deswegen, wenn man die vorstreichen und die Eimer erhitzt, damit der Ölfilm weicht, damit der Haftgrund auch hält. Das ist aber jetzt genau dasselbe, was auch am Rand drauf war, ne? Das ist. Wir tun vor einen Strich. Wir mussten leider gerade abbrechen. Hinten ist es soweit fertig. Da sieht schon ganz gut aus. Hier hat er schon alles verschweißt. Und das hier wird wahrscheinlich auch nochmal umgekantet und rangeschweißt. Und die sind auf der Seite ja, zur Hälfte ungefähr gekommen. Hier haben wir noch gar nichts fertig. Es hat halt angefangen zu regnen und bei Regen meinte er, sollte man keine Schweißbahn machen, weil ansonsten hat man da Wassereinschlüsse und das hält da nicht richtig. Wir machen morgen weiter. Um 9 oder 10 Uhr kommt er morgen nochmal vorbei und dann ist das hoffentlich auch fertig. Ich muss allerdings morgen arbeiten, das heißt, er wird das alleine machen. Also werde ich euch wahrscheinlich nur noch das Endergebnis später zeigen. Nein, wird er nicht. Dann ist die Garage dicht. Ich glaube, damit ist das Video auch schon zu Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen, Kanal abonnieren. Bald geht es hier mit der Elektrik los. Hinten muss noch die Tür rein, hier muss noch das Tor rein und ja, da ist noch so einiges hier an Arbeit. Wände verputzen, eventuell, muss ich mal gucken. Vielleicht kommt auch so ein Streichputzer drauf oder so. Kann ich noch nicht genau sagen, muss ich mir noch mal Gedanken machen. Ja, hier unten sieht es auch schon wesentlich besser aus. Das ist jetzt schon alles durchgetrocknet, ist noch ein bisschen schwarz, aber da werde ich noch mal mit so einem Chlorreiniger überall reingehen und dann sollte das auch alles, ja, wieder hübsch aussehen. Das Endergebnis zeigt er euch, wenn er die Attika-Abdeckung montiert. Also abonniere den Kanal, um das nicht zu verpassen.